Hallo, Kollege. Und glücklicherweise haben wir im Gegensatz zum letzten Mal, als ich das gespielt habe, jetzt schon dieses Upgrade, dass die Blighters uns nicht mehr angreifen, außer wenn wir sie provozieren. Oder wenn wir in ihrem Gebiet sind, was natürlich. So, Attentat. Ey. Willst du mich etwa kitzeln? Okay, ich glaube, das Kombo-System funktioniert jetzt ein bisschen besser bei mir, oder ich habe einfach keine Ahnung. Also entweder liegt es im Spiel, dass der Zeitraum jetzt größer gemacht wurde, oder ich bin irgendwie potenter geworden. Ich habe keine Ahnung. Ach ja, by the way. Von jetzt an ist quasi wieder schneiden. Oh, wir müssen ja Metallkomponenten plündern. Bam. Und ihr wisst, ich mag das, die Leichen zu plündern. Hallo Kollege. Wow. Wen haben wir denn da oben? Ja, ich komme gleich hoch. Uno momento. Hallo. Vielleicht können wir die ja vom Dach unterstützen. Genau so. Oh, und hier haben wir doch etwas, was wir brauchen. Den können wir ja noch normal hochklettern und mal gucken, wie wir jetzt dieses Ding da drüben kriegen. Vielleicht so? Ja, perfekt. Nochmal gucken, ob wir hier was in der Umgebung haben. Oh, außer ein paar Kisten, eine Menge Wachen. Dann. Ich weiß nicht, beim letzten Mal habe ich hier irgendwie das ein bisschen sneaky gemacht. Das probiere ich jetzt auch nochmal. Und zwar Nummer uno. Was? So, und jetzt haben wir den hier unten noch. Ich glaube, auf den können wir einen Luftattentat machen oder so. Ja. Hallo. Und ich hoffe, mehr waren hier nicht. Oh doch, hier war noch einer. Hallo? Du hast uns nicht bemerkt. Und hier hinten haben wir ja noch eine Kiste. Ganz genau. Nicht, dass ich das vergessen hätte, aber... Und hier ist irgendwo noch eine. Die suchen wir mal ganz kurz. Noch haben wir ja Zeit. Und ich habe so die Befürchtung, die ist irgendwo ganz weit unten, wo wir noch nicht an die Rand kommen. Ich probiere es aber mal. Ob man da hier irgendwie lang kommt zu der Kiste. Da unten haben wir sie doch. Gegner? Nö. Schick. Hier das Blighters-Logo-Symbol-Ding ist da. Ich habe keine Ahnung, was wir hier gerade erbeutet haben. Aber solange es die Blighters ärgert, ne? Komm ich hier nicht irgendwo hoch? Meine Fresse. Der kann die so gut klettern, aber so einen Sprung hier, der nicht vorgesehen ist, weil er irgendwie, keine Ahnung, zu komisch aussieht oder sonst was. Ja, jetzt lass halt los. Oh. Es gibt scheinbar eine Treppe. Nitroglycerin. Beim Aufprall. Ah ja, Nitroglycerin ist schön. Das müssen wir ausprobieren. Einen Moment. Betragen. Ich wollte gerade anzünden, aber... LT. Au, das ist ja nice. Hopp. Wow. Das muss ich mir merken. Wenn wir solche Kisten sehen, die müssen wir auf jeden Fall nehmen. So, einmal hoch da mit unserem neuen Greifhaken. Und jetzt machen wir das Ding noch auf und ich hoffe, danach haben wir es geschafft. Ich habe keine Ahnung, warum wir das jetzt machen sollten. Herstellung. Ah, ja. Wer Bock hat, der kann sich das ja durchlesen. Ah, wir sollen uns jetzt irgendwas herstellen. Ich habe natürlich nicht zugehört und weiß nicht was. Habe ich denn hier? Upgrade-Wurfmesser. Das mache ich jetzt einfach mal, weil ich es kann. Patronengurte. Und dafür habe ich jetzt scheinbar nicht mehr genügend Zeug oder was auch immer. Doch, hier. Ah, dort oben. Schaut er, aber
Rauchbombe 1 herstellen. Ich muss es machen. Herstellung. Upgrades? Genau. So, Rauchbombe hergestellt. Geht doch. Bells Werkstatt erreichen. Die ist da hinten. Gut, dann sehen wir uns wieder, sobald wir bei Bells Werkstatt sind. Da sehen wir auch schon Bells Werkstatt. Ah, Miss Fry. Gerade zeigte ich Jacob die ersten Nachrichten, die über die reparierte Leitung kamen. Oh, den Seilwerfer können Sie übrigens behalten. Wir konnten einen weiteren für Ihren Bruder besorgen. Exzellente Arbeit. Danke, nochmal. War ein Vergnügen, Mr. Bell. Alles zur Verteidigung unabhängiger Nachrichten und der freien Rede. Freie Rede ist gut, aber freie und kurze Rede wäre noch besser. Haha, ah, Fry, welch bissiger Humor. Das war das Stichwort, wir müssen los. Oh, Ihnen beiden viel Glück. Melden Sie sich, jederzeit. Ich habe so das Gefühl, der Typ wird quasi unser Leonardo da Vinci. Nun, da diese Ablenkung hinter uns liegt. Wer ist das? Soll das heißen, Sie wissen es nicht? Einen schönen Zug haben Sie da. Miss McBean hat mir alles darüber erzählt. Ich heiße Ned. Angenehm. Ich will Sie nicht lange aufhalten. Wenn Sie etwas über die besten Transitsysteme der Welt erfahren wollen, finden Sie mich unter dieser Adresse. Lasst uns die Suche nach dem Edensplitter fortsetzen. Wir müssen London aus den Fängen Starricks befreien. Wir sind meine Ziele. Die Zeit ist nicht reif dafür. Ich kam nicht nach London, um Tinnef zu suchen. Verstehe erst den Tanz und werde dann zum Tänzer. Oh, du willst also da weitermachen, wo Vater aufgehört hat? Einer muss es ja tun. Evie, das Vorläufer-Artefakt wird uns wichtige Informationen über die Pläne der Templer liefern. Jacob, ich habe Informationen über Starricks Geschäftspartner, die nützlich sein werden. Hier. So, London erobern. Attentatsmann im Zugversteck. Bla. Eroberungsaktivitäten, ja, genau, das kennen wir schon. Und Sympathisanten-Dinger, die kennen wir auch schon. Dieser Beruhigungsserum ist die einzige Medizin, die man in Lambeth noch bekommt. Er trägt den Namen des Templer-Großmeisters. Wir sollten dem Arzt einen Besuch abstatten. Ich glaube, bei dir kommt jede Hilfe zu spät. Und was gedenkst du jetzt zu unternehmen, wenn ich fragen darf? Das weißt du doch. Ich werde den Edensplitter suchen. Viel Spaß dabei. Und ich töte so lange Templer. Ich glaube, die machen wir gerade mal als erstes. Einfach weil ich Bock dazu habe. Es sei denn natürlich, wir können ja mal eben gucken. Die Eisenbahn fährt hier lang. Hier runter. Hm, bist du was? Die fährt ja quasi direkt hier mit lang und... Hallo? Hm, schade. So, dann fahren wir mal weiter mit Zug. Ah ja, und hier gab es doch irgendwo 4 Fähigkeitspunkte. Ich habe mich gefragt, was du vorhast, Jacob. Ah, okay. Jetzt haben wir irgendwas angenommen. Ah, eine aufregende Nacht daheim für Evie Fry. Eigentlich bin ich gerade auf dem Sprung. Ich habe den Edensplitter gefunden. Und was kann er diesmal? Krakeilen? Kugeln abwehren? Die Bevölkerung kontrollieren? Das sind gefährliche Objekte, Jacob, vor allem in Templerhänden. Ah, du klingst schon ganz genau wie Vater. Schön wär's. Lucy Thorne erwartet für heute Nacht eine Lieferung. Sie ist Dareks Expertin für das Okkulte. Ich bin sicher, dass sie den Edensplitter erhalten wird, den Sir David Brewster erwähnte. Das klingt lustig. Wie wär's, wenn ich mitkomme? Du hältst dich an die Mission. Ich schwör's. Der Inhalt dieser Kiste ist mehr wert als Ihr Leben und das Ihrer ganzen Familie. Verstanden? Ja, Miss Thorne. Vorsicht! Verdoppelt die Wachen am Wagen! Also, Miss Thorne, es gäbe da noch einige Papiere für Mr. Starrick. Wenn Sie kurz mitkommen würden. Nun gut, aber machen Sie schnell.
Was auch immer sie will, es ist in dieser Kiste. Auf den Dächern sind Schützen postiert. Kannst du sie ausschalten, bevor ich am Wagen bin? Ist das eine Herausforderung? Oh, da rechts drüben ist er. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz rüber und dann haben wir hier so einen Edensplitz. Den hole ich mir gleich mit. Weil wahrscheinlich ist das ein ganz schönes Skript und deshalb wird die Miss Thorn so lange brauchen, bis wir hier fertig sind. So. Jetzt muss ich da rüber, genau. Nee. Irgendwie nicht. So, ich hoffe, Jacob hat die hier alle ausgeschaltet. Die hier jedenfalls schon mal. Aber egal, 77 Meter, was ist da hinten? Egal. Hopp. So, die markieren wir uns jetzt erstmal alle hier so. Plopp, plopp. So. Oh, wir haben hier so einen Polizist, das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Hier haben wir eine Schützin. Ich hoffe, die können wir ausschalten, ohne dass wir hier... So, ich mach's mal auf die leise Art und Weise und hoffe, dass die uns hier nicht runterfällt. Ignorierst du mich? Wie kannst du sagen? Eieiei. Wer war das denn? Oh, hier drüben sind noch welche. Aber schaut mal, wir haben hier unten Blighters. Die hole ich mir gerade mal eben. Hallo? Blighters da unten? Ich wollte gerade noch mal gucken, wo hier die Missionsziele stehen. Aber wir haben scheinbar nichts irgendwie wie leise sein oder sowas. Zum Glück. So, da drüben haben wir einen. So, die haben immer noch nichts mitgekriegt hier. Und ich mache jetzt hier mal den Heimlichen und durchsuche hier die Kiste. Anonym werden, um fortzufahren. Oh, na super. Ich hau erstmal ab. Aha, dort drüben ist also auch noch jemand. Auch eine Frau. Hopp. Jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt mal hier rüber und unsere Munition wiederholen. Und dann gehe ich, glaube ich, hier mit der Pistole durch. Und erstmal will ich wissen, wer hier schießt. Okay. Die habe ich erwischt, aber die da noch nicht. Das sind ganz schön viele, die ich hier erwische. Die hier. Was war das gerade? Ich muss hier weg. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier sind irgendwelche Waffen, die ich noch nicht habe. Noch nicht kenne und sonstiges. Ich kann... Ah, jetzt kann ich nachladen. Jacob, wo bist du denn, du? Ich dachte, du hast die ganzen Schützen ausgeschaltet. Ausgeschalten. Wie auch immer. Kommt die uns eigentlich mit hochgeklettert? Nee. Gut. Wir haben hier Haufen Level 3er. Da, nein, da wollte ich nicht hin. Dann versuche ich die jetzt erstmal nochmal weiter vom Dach auszuschalten. Bis wir hier genaueres haben. Und zwar Nummer 1. Die haut ab. Auch gut. Dann hier einen Level 4er. Jetzt renn doch nicht weg. Weil die Level 4er, die sind, glaube ich, ganz schön heftig momentan noch. Ja, nicht runterfallen. Hallo?
So, jetzt gucke ich gerade mal, ob ich die irgendwie zusammenkriegen kann, um hier einen Attentat zu machen, ein vernünftiges. Hopp, hopp, hopp. Hier ist natürlich jetzt ein Polizist, das ist geil. Vielleicht können wir ja hier... Ich mache jetzt einfach erstmal einen Attentat nach dort unten. Oh, das war natürlich jetzt der falsche, aber wir können jetzt wahrlich nur probieren, hier zu kämpfen. Und der Polizist nimmt sich natürlich den dort hinten vor. Und ich hoffe, der sieht uns nicht, weil die Polizisten, die sind wirklich unglaublich stark. Nee, zum Glück nicht. Oh. So, dann... So, und jetzt durchsuchen. Meine Herrschaften, ey. Was gefunden? Ehrlich gesagt. Da ist er! Wir sollten lieber verschwinden. Was hast du gemacht? Keine gute Zeit, um Fragen zu stellen. Wow! Na los! Und wo ist dein Edensplitter? Bring uns hier raus, dann erfahren wir es vielleicht. Das ist natürlich geil, was wir jetzt hier machen, aber irgendwie gleichzeitig... Boah, das ist schwer.